abgebohrt bis auf Plätze. Und die Motorradmotoren machen natürlich hier mächtig Furore, sagt man. Die haben eine große Drehzahl, gehen weit. Und da ist natürlich auch der Tuner gefragt, da einiges zu tun. Bei den der Wilsrader, den ich da sehe, dann Riemenschneider und dann kommt früher als Schrauber mit in der Szene bei den Danny Hengstler, mittlerweile 6 im Cockpit. Lässt sich nicht schwer und Karl Riemenschneider auf der fünfte Person. Riemenschneider kommt an Wiesler nicht vorbei, sonst verläuft Riemenschneider auf. Es gibt noch zwei Rennen, dann ist ohnehin die Mittagspause eingeläutet.